Nehme ich jetzt auf? Ich nehme auf. Super. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Oh Gott, jetzt nimmt ihr das Bild nicht richtig. Nein. Jetzt habe ich es, oder? Jetzt habe ich es. Also schön. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen neues Let's Life Display an, liebe Freunde. Edna bricht aus. Wurde sich gewünscht. Also wir hatten genau zu sein, ein Gamebot. Und es hat ganz knapp gewonnen gegen Zuzubutz. Ganz knapp. Und ja, das Spiel ist schon etwas älter. Es wurde sich gewünscht und mir wird jetzt schon gesagt, dass ich verzweifeln werde. Ich bin gespannt. Lass uns überraschen. So, neues Spiel. Das mit dem Raustappen ist ja... Okay, wir fangen jetzt an hiermit. Lass mich mal überraschen. Der Delic präsentiert. Der Delic, schön. Ein Spiel von Poki. Sestrax hat euch gerade im Spammer und an Discord einen Key geschenkt, Freunde. Wer sich's holt, sagt bitte Dankeschön. Okay. 40 FPS habe ich. Wow, der Hammer, ey. Wird mir oben angezeigt, hier wo ich stehe. Seht ihr nicht, aber 40 FPS. Pah. Such Graphic. What? Ernsthaft? Ist das jetzt der Anfang gewesen? Ernsthaft? Wir fangen mit einer schlechten Grafik an, wo sie aus dem Wasser kommt? Ah, okay. Was ist los? Ach, nichts. Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du. Pah! Okay. Mit den Stimmen brauche ich natürlich auch ein Feedback, liebe Freunde. Jetzt fühlt sich's gleich zu Hause. Ja, gepolsterte Wände sind super. Da falle ich nicht mehr so schnell um. Okay! Es fängt ganz trocken an. Ansehen. Nehmen. Reden. Rede mit Plüschhase. Ah, wir hatten Schlippi! Rede mit Tisch, Stuhl. Rede mit dem Polster. Nee, rede damit. Okay. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. Hi Poki. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game-Design-Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ha. Lol. Ja, nee, ist klar. Okay, wir sollen... Das meintet ihr, ich werde 4 Stunden hier erstmal im ersten Raum verbringen. Okay! Ich habe was im Inventar? Habe ich nicht. Noch einen Hasen. Hey! Benutze Harvey mit... Tür. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Geil. Im Ernst. Es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Okay. Dann schaue ich mir die Tür an. Ich hasse Gitter. Okay, ich nehme die Tür. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Okay. Ihr wolltet das Spiel, ihr bekommt es, ne? Also jetzt lassen wir... Also bitte keine Spoiler oder Tipps. Erst wenn ich verzweifle und um Hilfe bitte, lieber Chat, dann dürft ihr mir gerne helfen. Aber das werde ich auch ankündigen. Okay, ich werde jetzt den Tisch nehmen.
diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Deckenlicht? Nette Idee, Keks, nein. Okay, dann nehme ich den Stuhl. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Tja, nicht alle, aber die Mehrzahl. Was, so ist es halt. So ist das in einer Demokratie. Ansehen nehmen. Okay, ich rede mal mit der Tür. Rede mit Gitter. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Das könnte Schnitte sein. Ich hasse dich, Tür. Okay, ich benutze die Tür. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Benutze den Tisch? Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Tür macht Türdinge. Benutzen, okay. Ich benutze den Stuhl jetzt. Ich habe hier lange genug gesessen. Ansehen. Polster. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. In der Tat. Habe ich noch irgendwie irgendeinen Aussetzer hier? Polster. Gibt es hier vielleicht eine lose Polsterwand oder sowas? Von der Lautstärke und so, alles in Ordnung, lieber Chat. Das wäre nice to know. Von den Ausschlägen her sieht's gut aus. Die ist viel dünner als ich, Sniff. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Tür, Gitter. Ich möchte das Gitter benutzen. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Oh, jemand redet. Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Okay. Ich bin in einem Raum, in dem ich nicht viel tun kann. Benutze Schlüpfer mit Wache. Ja, das ist gut. Geht das? Kann ich mein Schlüppi nehmen? Nee. Okay. Komm mal hier hin. Kann ich meinen Hasen benutzen? Soll ich dir mal mein Häschen zeigen? Warte mal. Ah ja, hier hinten. HW. Benutzen. Benutze HW mit. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hole nur gerade mein Okay, Spaß hatte ich schon. Open up. Es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Vielleicht HW mit dem Gitter benutzen? Benutze HW mit Gitter. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frotte. Aber harter Frotte! Okay, du kannst das Tischbein vielleicht durchnagen mit Frotte. Okay, ich benutze Harvey mit Tisch. Hey Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Okay! Harvey ist ein bisschen strange. Dann benutze ich jetzt Harvey. Ich benutze Harvey einfach jetzt die ganze Zeit. Mit einem Stuhl. Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Okay, dann benutze ich jetzt diesen Stuhl. Ich habe hier lange genug gesessen. Wieso kann ich nicht mehrfach Benutzung machen? Benutze HW mit Polster. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Oh, es reagiert aber jemand. Okay, und nun? Jetzt habe ich Polster. Jetzt habe ich den Tisch benutzt, die Stühle, die Tür und das Gitter mit HW. Ich könnte nehmen. Nimm Stuhl. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Okay, ich kann ihn nicht nehmen. Benutzen? Ich habe hier lange genug gesessen. Ich nehme den Tisch. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch ist. Ich benutze wäre. Den Tisch. Wozu? Wie wozu? Du bist langweilig, Tisch. Okay, ich nehme das Gitter. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Ich benutze das Gitter. Hey, hallo.
nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Was soll das denn heißen? Ein paar Minuten im Spiel und schon will ich sie ausziehen. Das ist nicht richtig. Okay, wir haben die erste Konversation. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum ist es so heiß hier? Lass mich raus, dein Notfall. Mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du bist. Fix einfach, ich habe Wichtiges zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Okay, aber wir haben jetzt eine Möglichkeit, Antworten zu benutzen. Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? So, was haben wir jetzt Schönes? Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Dampfnase? Ja. Du nennst mich eine Dampfnase? Ja. Die Dampfnase kommt gleich zu dir rein und zeigt dir ihre berüchtigte Rückhand. Du und Sport? Dass ich nicht lache. Wenn du Sport treibst, esse ich einen Elefanten. Ha! Dann guten Appetit. Ich spiele sogar in einem richtigen Verein. Aha. Und was spielst du? Fang den Stock? Bravo, Stock. Zufällig bin ich Juniormeister. Im Minigolf. Yep. Okay, wir haben schon mal den nächsten Mitspieler für die nächste Runde Golf mit vorne. Und den Schläger hat dir Mami gekauft. Minigolf, mir wird ganz duselig. Du könntest mich herauslassen und mir was vorgolfen. Entschuldige mich bitte, mein Hase möchte mir was sagen. Du könntest mich herauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ja. Was zum Geist ein Stiesel und Sohn? Jetzt ernsthaft, ist das ein fiktiver Name oder... Gibt's das wirklich? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Hast du ihn von der Müll? Sperrmüll? Hast du die aus dem Waldkiefer geschnitzt? Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn die aus einem Waldkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Okay. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Ja, in der Tat. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Was zum Geist, Stiesel und Sohn? Okay, okay, okay. Du musst ihn gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Okay, Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Ich weiß es. Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Ist natürlich auch doof, dass es hier ist, ne? Besser, sein, ne? Glücksschläger. Nein. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Mein Vater wohl auch ein Minigolfer war? Warum nimmst du nicht Papi Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Nee, Tobi, die Cam bleibt. Jetzt geh nicht weg, ich muss irgendwie die Konversation am Leben halten. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. Was ist das jetzt oder willst du noch was wissen? Wieso schade, Lucy.
Papas Liebling, hm? Wir werden ihn provozieren. Mann. Er scheint da der Trigger zu haben. Großer Minigolfer, da bin ich sicher. Wette ich für. Yep. Gehen wir nach einer Vater-Sohn-Kiste. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Wie dumm bist mein du eigentlich? Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Wow. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. In der Tat. Habe ich vorhin schon erwähnt. Irgendwie so, ja, nach Gefühl und Laune so in der Hinsicht. Ich sag das nicht immer ganz. Ich gebe keinen festen Zeitpunkt, dass ihr schön dranbleibt, Leute. Dass die Leute, die dranbleiben und zuschauen, belohnt werden. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Warum nimmst du nicht Papis Schläger? So. Und schlägst ihn dir über den Kopf? Jawohl, wir haben ihn gebrochen. Was gemein ist. Wir machen einen auf Schnitte. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Hast du, Tobi. Hast du. Okay. Hallo? Ich glaube, wir benutzen nochmal. Wir waren sehr weit gekommen. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Kann ich das wegskippen? Was? Polster, Polster. Oh, wie cool. Ich kann sehen, wo was ist. Oh, nice. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Kann ich das nicht wegskippen? Yep. Oh Gott, ich habe rausgetappt. Oh, jetzt hängt das Bild da eine Sekunde, Leute. Es tut mir leid. Ich muss das für die nächste Folge auf jeden Fall... nächste Folge ist gut. Irgendwie speichern. Dass ich das auf Vollbild spiele. Beziehungsweise mit Borderless Gaming. Minigolf. Mir wird ganz... Irgendwie muss ich ihn da mit Vater und Minigolf allen Grund dazu, irgendwie triggern. Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Oh, wie nett! Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Okay, ist jetzt irgendwas anders? Okay, das finde ich cool. Ich kann einmal sehen, wo was ist. Hat er nicht gesagt, dass er mir da was anstellen will? Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Ich würde noch gerne über Minigolf wissen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Okay, ich frage ihn vielleicht mal ein bisschen Fragen. Ich schließe die anscheinend aus. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo. Ich muss mich an den Wert daran machen. Das ist der Einzige, der gerade aktuell irgendwie mit mir kommt, überhaupt was macht. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Sound und Video. Sound und Witz sind asynchron? Hä? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Danke. Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Super geiler Raum. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Hallo, ich habe nur gepolsterte Wände zu Hause. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Okay. Ich muss nachsehen, wie das Wetter ist. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Okay. Ich hoffe, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine. Nein! Oh, ihr kennt das Geräusch, Leute. Ihr kennt das Geräusch. Das heißt, die erste Folge ist vorbei. Wir werden in der nächsten Folge rauskriegen, wie es hier weitergeht. Anscheinend werde ich da noch ein paar Stunden reden, so wie mir vorgedroht wurde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.